Hiho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, heute begrüße ich euch mal kurz aus dem Hauptmenü, weil das erste große DLC für Deadfire erschienen ist. Was man hier unten sehr schön sehen kann, unsere Spielinitiationsleiste sozusagen. Also hier ganz drüben sieht man, wir haben Pillars of Eternity 2 Deadfire installiert. Wow, das hätte ich nicht gedacht, das hätten wir ja nicht starten können. Dann hier die ganzen kostenlosen DLCs, was schon eine ganze Menge ist. Warum auch immer Beast of Winter da ganz unten eingeblendet ist. Eigentlich ist das nicht kostenlos, weil das ist hier das letzte. Die Bestie des Winters installiert. Das ist das erste kostenpflichtige DLC gewesen. Aber ja, dadurch, dass ich die... Oh, was ist das? Das müssen wir uns gleich ansehen. Dadurch, dass ich die Definitive Edition gekauft hatte, habe ich neben den ganzen Digital Deluxe Goodies, die drin waren, auch den Season Pass mitgekriegt. Das heißt, ich kriege alle DLCs kostenlos, sobald sie rausgekommen sind. Das könnte ein Grund sein, warum hier Beast of the Winter ganz unten mit dabei ist, obwohl es eigentlich ein kostenpflichtiges DLC für 10 Euro ist. Ja. Gut, jetzt gucken wir aber mal kurz, was ist das hier? Magrads Feuer, Solo. Kann keine Gefährtenhelfer oder Abenteurer hinzufügen. Magrads Feuer, das sehe ich zum ersten Mal. Ach, das sind Herausforderungen, die ich freischalten kann. Also sozusagen, ich kann mir hier Herausforderungen reinpacken. Das Spiel kann nicht pausiert werden, die Spielzeit kann nicht verlangsamt werden. Magrads Herausforderung. Deaktiviert Modi, deaktiviert Cheats, Standard auf Fahrt der Verdammten. Und das hier mit Expertenmodus und Eisenurteil noch zusätzlich. Also ich habe den Expertenmodus an und ich kann nicht speichern. Und natürlich Solo, ich kann keine Gefährten anheuern. Also ich könnte hier eine wahre Hölle an Spiel freischalten. Nein. Abbrechen. Das ist also sozusagen der Herausforderungsmodus. Gut zu wissen. Nein, wir wollen jetzt einfach weitermachen mit unserem aktuellen Spielstand, also mit Hagrim. Also ja, wenn die DLCs rauskommen, werde ich Let's Playe, dann werde ich sie mit einbauen natürlich. Die halt rauskommen, nachdem ich mit dem Let's Play durch bin, was unwahrscheinlich sein könnte, mal sehen. Die werden wir dann halt im nächsten Playthrough sehen, wenn ich nochmal mit unserem Paladin durchspielen sollte. Dazu muss ich aber erstmal den Paladin weiterbringen. Aber ich habe zurzeit so viele Projekte. Vor allem große Projekte. Das ist einfach zeitlich alles ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hätte vielleicht mit Pillars of Eternity 1 mit dem Komplett-Run, mit dem DLC-Add-on viel früher beginnen müssen. Und wahrscheinlich werden sich Leute, die das in 2 oder 3 Jahren ansehen, sich wundern, worüber labert der überhaupt. Weil dann beides schon da sein wird, hoffentlich. Ich lade jetzt gerade auf jeden Fall.
Das ist leider eine Sache, die Obsidian noch nicht in den Griff gekriegt hat, bei keinem von drei Spielen. Die langen Ladezeiten, die es teilweise gibt, aber da kann ich drüber hinwegsehen. Das Längste ist halt immer, wenn ich das Spiel neu starte und den Save so lade. Übergänge sind zwar auch recht lang, aber nicht so lang. So, gut, wir sind doch immer in der Messing-Zitadelle. Wir wollten uns hier jetzt noch diesen Mauerabschnitt ansehen und dann die Zitadelle hier rüber wieder verlassen. Weil alles andere haben wir bereits abgeklappert. Vor allem will ich mir große böse Haubitzen ansehen. Green islands and blue skies. The locals don't know how good they have it. Zwei Wachen gucken über die Brüstung am Ausblick. Der Platz der Königin erleuchtet in kurzer Entfernung und die plätschernde See dahinter. Can you believe your eyes? I've never seen such a fair, pristine land. Kannst du deinen Augen trauen? Ich habe doch nie ein solch wunderschönes und makelloses Land gesehen. Ihr beide könnt euch ja diese Aussicht hier gar nicht satt sehen. Mit den Achseln zucken. Also wenn dir das gefällt, dann musst du einfach den indianischen Dschungel und die Täler des Landes der Lebenden sehen. Das Todesfeuer ist ein zweifellos besonderer Ort. Sie nickt. I grew up surrounded by storms and stones. Rauatai is my soul. But this place has enchanted me. Ich wuchs von Stürmen und Steinen umgeben auf. Rauatai ist meine Seele, aber dieser Ort hat mich verzaubert. Er blitzte so schnell, als hätte er Angst, auch nur einen Augenblick der Aussicht zu verpassen. It's the land. Fertile, green and abundant. Es ist das Land. Fruchtbar, grün und reich. No, it's something else. I just can't put my finger on what. Nein, es ist etwas anderes. Ich kann nur nicht genau sagen, was. Er kratzt die Rückseite seines Kopfes und blinzelt vielleicht in der Hoffnung, die Antwort irgendwo in der Aussicht zu finden. Das Todesfeuer ist ein riesiges Archipel voll von Ressourcen. Man wird von dem Potenzial, das es darstellt, regelrecht angezogen. Den wahren Wert des Todesfeuers stellt sein Volk dar, vergiss das nicht. Es sind die Geheimnisse, die Invitada-Ruinen, uralte Geschichten. Ich weiß es auch nicht. Nehmen wir mal das Potenzial. Sie nickt, es gibt hier so viel. Wir können so viel aus diesem Ort machen. Vielleicht ist es genau das. Er dreht sich wieder der Aussicht zu, um sie an sich zu laben. Die Kanone sieht aus, als wäre sie vor kurzem poliert worden. Die halten ihre Kanonen hier schön geschmeidig. Und wahrscheinlich auch immer feuerbereit, wenn man die Kugeln und alles so anblickt. Und klappt's mit deiner? At least that Balian isn't bothering me now. Ja, scheinbar gibt es hier gerade keine Probleme mehr, also können wir erstmal gehen. Zur Heiligen Treppe, das ist unser nächster Anschlagspunkt. Und ja, wenn ich die Treppe fertig habe, dann kommt ein etwas langweiliger Teil, weil da muss ich aufs Schiff zurück und muss mit Leuten reden. Ich habe ja nämlich noch drei so Spaßvögel auf meinem Schiff rumlungern, mit denen ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Auch wenn ich Palegina schon kenne. Aber mindestens mit dem Wasserformer muss ich mich erstmal auseinandersetzen, bevor ich den in meiner Gruppe aufnehme. Weil den brauche ich, wenn ich mich im Schlund umsehen will. Jedenfalls wird er mir empfohlen und ich beiß mal auf den Köder und nehme die empfohlenen Charaktere mit. So, das hier ist... Ja. Die Heiligen Treppen, also der Tempelbezirk. Und eigentlich will ich erstmal in Gauns Tempel rüber. Nein, 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 nein. Nicht alle wegrennen. Hier schön bleiben.
Was habe ich denn da gerade gesehen? Katakawache? Also ich glaube, ich sollte das nicht so machen, wenn ich mich umsehen will. Die haben gar nichts zu sagen, die Beseeler. Okay, dann habe ich mich geirrt. Ja, hier ist der Tempel von Berat. I dare you to go inside. No! Tengaloho will eat me! Und da sind Kinder, die wohl ein bisschen Probleme haben. We snuck out. Please don't tell. My sister says Tengaloho is down there and the priests feed it fish. So you defeated this ship-devouring beast all by yourself? I'm telling you, you just have to aim for the eyes. Du hast also diese Schiffe verschlingende Bestie ganz alleine besiegt. Ich sage dir doch, du musst einfach nur auf die Augen zielen. Worum geht's hier gerade? Ondra Engati, die Götter hören auf viele Namen. Aber sie sind alle eins. You seen the view from up here? Okay, der Berat-Tempel sieht nicht gerade sehr einladend aus mit dem grünen Gift. Die Winde peitschen gefährlich um die weiter unten gelegenen Klippen und tragen das Geräusch raschelnder Bäume mit sich. Pockenkappe und ein Buckler, was ist hier? Eine massive Tür türmt sich vor dir auf. Die Ränder sind so fest verschlossen, dass nicht der kleinste Luftzug hindurchziehen kann. Religiöse Runen sind entlang der Tür zu sehen, tief in den namigen Stein eingraviert. Die Tür zu suchen. Nehmen wir mal Xotia vor. Eine kunstvolle Eingravierung zieht die Breite des Steins. Sie ist schwach unter einigen Runen eingeritzt. Es stellt eine kleine Versammlung dar, die zu zwei riesigen Aalen betet, die sich über einer großen Tür gewickelt haben. Ein normaler Priester hält eine Scheibe an die Vorderseite der Tür. Um diesen Zugang zu öffnen, benötigst du wahrscheinlich ein von Berat gesegnetes religiöses Artefakt. Ja, gut. Das ist dann wohl was für später. Wir wollten zum Gaun-Tempel. Hier trainieren Leute, also Magrand-Leute. Magrands Feuer werden uns alle reinigen und mit Hohenpriester Hati hatten wir ja bereits geredet. Was ist mit dir? Du entdeckst einen Mann mittleren Alters, der ein seltsames Metallinstrument untersucht. So etwas wie dieses Instrument hast du noch nie zuvor gesehen. Am Gürtel hat der Mann mehrere ähnliche Instrumente befestigt. Sie sind alle. Sie sind alle sehr sauber und in gutem Zustand. Sie sehen aus wie Instrumente, die man einsetzen könnte, um jemanden einen Zahn zu ziehen oder ein Pferd zu beschlagen. Allerdings sind sie sehr viel zierlicher und feiner. Der Mann trägt eine cremefarbene, blütenreine Robe. Direkt oberhalb an seiner Schulter ist gerade so der Lauf einer Arkebuse zu sehen. Als er dich bemerkt, erhält sich sein Gesicht. Die Kleidung des Mannes schimmert mit einem schwachen Hauch arkaner Energie. Diese Wirkung scheint von Symbolen zu stammen, die im Saum und Ärmel eingestickt sind. Good day, traveler. I see you've taken an eye to my instruments. If you've any interest in the medical sciences, you need only ask. Ich wünsche dir einen guten Tag, Reisender. Wie ich sehe, hast du ein Auge auf meine Instrumente geworfen. Du wirst mich nur fragen, wenn du Interesse an den medizinischen Wissenschaften hast. Well then. Questions? Nun gut, irgendwelche Fragen? Erzähl mir von dir. I'm a researcher in the medical sciences. And before you ask, no, I don't mean animancy. Neither do I mean magic, nor, gods forbid, necromancy. Medicine. Study of the Kith body, its inner workings and such. Ich bin ein Forscher der medizinischen Wissenschaften und bevor du mich fragst, nein, damit meine ich nicht die Beseelung. Ich meine damit auch nicht die Magie oder gar möge die Götter mich davor bewahren, die Beschwörung der Toten. Ich meine damit die wirklich medizinische Medizin. Das Studium des Körpers der Gestandenen, seiner inneren Funktion und so weiter. I've misgivings about magic use. It's useful, I'll grant you that. But it's a crutch,
stunts our scientific development, you understand. Makes me a bit unpopular, as you can no doubt imagine, which is why I've got this arquebus here.